Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown aus unserem neuen Rumble. Lass uns mal einen Blick hier reinwerfen, wie es momentan aussieht. Ein Match hat begonnen. So. Sofort und gleich YouTube 2. Beginnen wir jetzt mal mit der zweiten Gilde. Und lasst mich raten, zuerst hat gekämpft der Herr Sofort. Und dann haben wir die gegnerische Gilde Ambevai. Ambevai. Braswitsch. Okay. Na, schauen wir mal, was wir da für Gegner bekommen. Wird spannend. Money G Ambevai. So, habe ich erstmal ein Bill. Dann kommt ein Burgerkostüm. Ich habe jetzt hier den sturzbetrunkenen Bill. Den Ton mal aus. So, dann haben wir einen frei. Und er kommt auch mit einem Fusel. So, und beim Fry kann ich den betrunkenen Fry spielen. Wir sind beide. Also ihr seht, das ist alles noch nicht so toll, was ich da habe, aber aktuell eben durch dieses Alkohol-Event ist das, finde ich das schon ziemlich mächtig. Jetzt habe ich den Bob. Dann kommt das Malteser Likör. Zack. Und dann haben wir den Absinthrausch. So, nice. 100 Punkte, erster Kampf. Gewonnen, reines Alkoholdeck momentan im zweiten Account. So. Weiter geht's. Lasst uns die mal schön Muffs Best. Ich beginne jetzt hier wieder mit dem Fry und dann mache ich ein Slurm Loco daraus. Ja, mit dem Slurm Loco, der heilt sich wenigstens wieder. Also ich meine, okay, logisch, Alkoholkarte heilt sich auch, aber der Slurm Loco heilt sich eben doch ein bisschen mehr. Jetzt kommt er aber nochmal durch. So, aber jetzt nicht mehr. Jetzt, wow, das wird diesmal ein bisschen kritischer für mich werden. Oh, die besten Sumpfpartys. Das ist gut, jetzt haben wir die Ringenkarte. Ja, da seht ihr, das ist echt. Also dadurch habe ich meine letzten Gems zusammenbekommen. Ja. Betrunken auf dem Rasenmäher. So, ja. Ja gut, das Problem ist natürlich, so wie ich das sehe. Und hier habe ich ihn nochmal richtig in Legi-Version als Pre-Combo. Sieht schon cool aus. Das ist nicht so schön, muss ich sagen. Ja, jetzt werde ich nicht die glatten 100 bekommen. 99. Okay, das ist die Revanche, die mich das jetzt gekostet hat. So. Raswitsch. Weiter geht's. Ballsack. Der Hank und Alamo Bier wäre eine Möglichkeit. Das ergibt hier den
den betrunkenen Hank. Dann haben wir die Crack-Karte. Jetzt pushe ich den nochmal von der Seite. Dann müsste die Crack-Karte auch gleich weg sein. Genau. Na, jetzt auf dem anderen Account beim Herrn sofort. Ja, ist auch Game of War momentan. Das Spiel. Gesundheit. Jo, jetzt müsste er eigentlich weg sein. Einmal. Ah, die Revanche hat mich jetzt nochmal einen Punkt gekostet. Ja. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Ja. Haben wir bei jetzt den Bob und dann noch die besten Sumpfpartys drauf. Oder die Drunken Clam. Jetzt muss ich erst mal gucken, was ist besser. Drunk at Work. Das war die stärkere, ne? 10, 7, 9, 6, 5. Ja, nehmen wir die stärkere Version. So, jetzt macht er einen Gegenangriff und dann ist er tot. Oh. Ja, gut, habe ich die nächste Drunken Clam. Also die Karte, die wir jetzt hier bei diesem Event gewinnen können. Diesem Rumble-Event. Uiu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 
Ah, die kann ich noch nicht. Anal entstellt. Krippelt jetzt erstmal alles runter. Ist natürlich optimal gelaufen jetzt, ne? Wirklich optimal gelaufen. Dann mache ich jetzt erstmal hier den Flirty Tudor, der holt sich nämlich dann 5 Leben wieder zurück, sollte er angegriffen werden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da der Gene. Ja. So, jetzt können wir den Bill nochmal spielen. Ist gut. Jetzt kommt nochmal ein Angriff von ihm. Jetzt kribbel ich alles runter. Naja gut, er ist jetzt tot. Tot, Töter am tötesten. Money G. Auch wieder 100 Punkte. Cool. Sehr, sehr nice. Zweitausendzweihundert. Oh, hat jetzt noch einer mitgemacht? Wahrscheinlich mal gucken. Georg S45, AMBY. Fangen wir an mit dem Henk. Er hat einen Bill. Ich kann aber auch hier diesen Junkie-Hank spielen. Der sollte ihm auch genügend Probleme bereiten. Ich push den Junkie-Hank jetzt erstmal. Ja, dass er da durchschlägt. Und jetzt komme ich noch mit dem Bill zur Verstärkung. Ja, gut. So, und jetzt machen wir hier den sturzbetrunkenen Bill noch. Das ist alles ziemlich nice, sage ich mal. Ja, den haben wir jetzt auch gespatzt. 99 Punkte. Extrem cool. So. Weiter geht's. William A924. Und dann beginne ich jetzt erstmal mit dem Betrunken auf dem Rasenmäher. Komme dann mit einem Bob. Kostüm. Why not? Sonst hat er schon. Ne? Warte schon 20 Schaden. Kann schon hier Flirty Tutor spielen. Zack. Jetzt 24 Schaden. Ja, da passiert jetzt gar nichts mehr. So. Gutes Problem ist jetzt das Heilen. Ah, ich hätte doch noch einen Bob spielen sollen. Das war jetzt ein bisschen doof gespielt von mir. Habe ich jetzt den einen Punkt verschenkt. Hätte ich einen Bob gespielt, hätte der den geheilt. Habe ich jetzt mal kurz nicht aufgepasst. Naja gut. Auf den einen Punkt kommt es jetzt auch nicht mehr dran. Wer macht jetzt hier noch mit? Der Player macht mit. Ja, cool. Kann man überlegen. Okay. Also, beginnen wir mit dem Flirty Tutor. Ja, Allemobil. Okay, dann sollte ich jetzt hier die Gasblast spielen. Womöglichst noch 4 Uhr. Oh, das ist natürlich jetzt nicht schön. Das ist jetzt gar nicht schön. Oh, noch eine Gasglas. Keine gute Sache, ehrlich nicht. Keine gute Sache jetzt gerade. Oh, ich ahne was, ich ahne was. Gucken wir mal, wie es läuft. Ah, aber jetzt habe ich einen Oktoberfest wieder. Und wenn er jetzt mal zufälligerweise nicht direkt gerade nach vorne boxt, müsste ich es ja jetzt schaffen.
Ja, boxen ist es diesmal vorbei. So, jetzt komme ich hier noch mit den Swamp Partys. Und jetzt ist es wirklich für ihn. Jetzt ist es um ihn geschehen. Jetzt ist es erledigt. Das Ding ist durch. Aber der hat mich diesmal aber wirklich Punkte gekostet. 84 habe ich nur geschafft gegen ihn. Okay. Der Player geholt. Okay. Betrunken auf dem Rasenmäher. Paintball mit Waffen. Hank, Professor Farnsworth, Bob. Beginnen wir jetzt hier mit dem Flirty Tutor. Lass mal die Paintball mit Waffen da weg. So, jetzt kann da eigentlich schon gar nichts mehr großartig. Kostüm. Ich spiele jetzt als erstes mal die Kostümkarte. Oh mein Gott. Das wäre der Toga-Bill. Das ist der Teufel Hank. Nimm den Teufel Hank. So, okay. Glatte 100. Nice. So, und dann machen wir noch einen weiteren Kampf. Liese. So, und das ist natürlich geil. Zwei Pre-Combos, ne? Betrunken auf dem Rasenmäher. Und hier diese Oktoberfest-Lila. Das ist natürlich schon geil. Ich bin so froh, dass der Herr sofort mir diese betrunken auf dem Rasenmäher-Karte gezogen hat. Also, das ist echt unfassbar. Ja, hier kann man natürlich jetzt noch was ganz Gemeines machen, egal was da jetzt passiert. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt noch irgendwas kommt, was mir noch irgendeinen Schaden machen wird. Aber. Und trotzdem jetzt noch hier ein Center-Bild spielen. Das wäre jetzt dieser Effekt, wenn er ganz da hinten ist und dann alles heilen kann. Sollte es notwendig werden. So, das war es jetzt erstmal von diesem Account. Bis jetzt haben nur der Player, er sofort und ich gekämpft. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rüber in die Gilde 1. So, machen wir das Knie aus. Gehen wir rüber in Gilde 1. Auch hier ein Rumble-Match hat begonnen. Und es geht weiter jetzt hier mit na. Warum kommt da jetzt gerade nichts? Moment. Müsste eigentlich jetzt kommen. So. Und jetzt ist es da. Das sieht nicht so schön aus. Okay. Jetzt muss ich das mal ein bisschen verkleinern hier. Das Ganze. So. Na, das reicht noch jetzt so ganz. So. Oh, so und so. So. Alles klar. Gut. Mr. Poopy Butthole. Mr. Poopy Butthole, ist es dein Ernst? Ist das dein Ernst? Okay.
Garden. Oh, hier waren jetzt doch schon ein paar mehr. The Garden wieder. War wieder in der Nacht aktiv gewesen. Garden 998, Magolo 500, 948, der Marcel Davis 594 und der Hero 8861, 100. Naja, dann werfen wir jetzt auch nochmal ein paar Punkte mit rein. Und lass uns mal den Kampf beginnen. Wir werden jetzt, oh, da ist die Automatik drin. Macht die Automatik raus. So, wir beginnen jetzt mal hier mit der GGD Gun. Hermes. Ich will Gas Class gleich mal hier pushen. Sollte das auf jeden Fall schon mal locker reichen. Jetzt haben wir 23 Schaden auf der 1. Dann nehme ich noch den Vitruvianischen Menschen mit rein. So, dann, oh, na geil, Anal entstellt. I love it. Das war's. Erster Kampf, 100 Punkte. Nice, Mann. Gucken wir mal. Für Gilde 1. Mr. Poopy. Butthole. Geiler Name. Das ist wirklich ein geiler Name. Michael C4397. Durch die Furzschule für Hochbegabte auch nicht so schlecht, ne? Aber noch viel geiler ist ein. Ja, genau. Ein Michael Dangle Low, den kriegst du nämlich nicht klein. Er kann jetzt kommen, was will. Ich push den jetzt nochmal mit 4 von der Seite. Mach schon mal 21 Schaden auf der 1. Was will er da jetzt noch großartig gegen unternehmen? Das kannst du mal knicken. So, jetzt kommen wir hier noch mit der Furzschule für Hochbegabten, die jetzt ja auch eigentlich boxen können müsste. Sollen wir jetzt gleich sehen. Butterscotch Cookies. Lass das mal gucken. Wenn es überhaupt zum Boxen kommt. Ja, sollte eigentlich. Na, musste sie nicht mehr. Also, die ersten 50 sind schon wieder erreicht. Wow. Das sieht nicht schlecht aus. Oh, da haben wir den ersten, der 100 macht, dieser Kalkulon. Okay. 100! Wow. Kalkulon scheint stark zu sein. Eine glatte 100, bei uns im Gilde 1. Da muss er schon irgendwas hat Gutes hier haben am Start. Der Bill würde pro Runde stärker werden. Ich spiele jetzt erstmal den Bill. Ist ja auch eine Alkoholkarte. Den pushe ich jetzt erstmal von der Seite. Und der wird ja sowieso geheilt werden. So. Aber die Pawtucket Patriot Ale genauso. Anfangen zu crippeln ein bisschen. Also erstmal die Pawtucket Patriot Ale weg. Jetzt kommt er mit der Tom Landry Middle School. Und jetzt könnte ich endlich mal eine Palle und eine Peggy spielen. So, jetzt ist gleich schon die Tom Landry Middle School fort. Oh. Das wäre mir ja fast ganz recht. So, Moment. 9,6. Das ist die stärkere Version. Das ist die stärkere Version.
96 Punkte verholt. Okay. Alles klar. So, was haben wir jetzt hier? 3411 gegen 2. Ja, nochmal 100 geholt. Kalkulon. Alles klar. Oh, da haben wir aber wirklich, der muss scheinbar echt ziemlich stark sein. Kalkulon. Zweimal 100 holt, glatte 100, das ist schon mal eine Hausnummer. Bildhose spielen. Da spielen wir den Bildhose. Neues Klavier. Ah, jetzt haben wir den Boxeffekt gesehen. Aber ich habe auch eine Vorschule für Hochbegabte. Die kann jetzt auch boxen. Naja, kommt auch nicht mehr dazu. 97. Ich habe ein klein wenig irritiert.2508. Ah, jetzt hat er das erste Mal nicht mehr ganz so viele Punkte gemacht. Jetzt ist er auf jemand Starken getroffen, so wie es aussieht. 8 Punkte habe ich da eben gerade nur noch gesehen. 8 Punkte. Und hier habe ich die betrunkene Peggy. Ich liebe diese Karte. Super geil. Extrem nice. Ja, und dann hätten wir hier eine Amy. Jetzt passiert da sowieso nichts mehr. Also das Ding, das kann ich jetzt einfach hier mal zack und zack. So. Da kriege ich auch keinen einzigen Punkt abgezogen. Glatte 100 erreicht. Jawohl. 50. Nice. Sehr, sehr gut. Oh, jetzt hat er den zweiten Kampf verloren, so wie es aussieht. Also was heißt verloren? Ja doch, ich glaube, er hat ihn verloren. Also mit gerade mal nur 9 und nochmal 9 Punkten. 8. Hat er jetzt zwei Kämpfe in Folge verloren. Also, jetzt bin ich doch glücklich. Jetzt merkt er, Moment, wo ist los? Neue Lila. Lila ist natürlich auch eine bittere Pille, ne? Wenn die jetzt hier zur betrunkenen Lila wird, das ist ja echt übelst. Mit einer 14er Mauer, was willst du denn da großartig machen? Gut, na klar, die können durchboxen, aber na, machen wir hier noch die Furzschule durch diesen Boxeffekt. Mal was nach vorne. So. Und jetzt pushen wir noch weiter. Ja, das ist. Da kommt jetzt natürlich nicht mehr viel jetzt hier, ne? Ist klar, das sieht man jetzt schon. Jetzt könnte ich ja auch noch eine betrunkene Peggy spielen, aber betrunkene Amy reicht auch voll und ganz. Alles easy. Easy, easy. 100 Punkte. Gucken wir mal, was er so sagt. 219, ich glaube, okay. Ja, nächster Kampf. Wieder eine Peggy. Machen wir wieder die betrunkene Peggy mit der Drunken Clam. Und ja, ich glaube, da brauche ich jetzt auch gar nichts mehr zu machen. Die kann ich jetzt einfach so skippen und das Ding ist weg. Also der kann da gar keinen Punkt mehr machen. Das kannst du vergessen. Glatte 100. Betrunkene Peggy auf der 1.
Und wenn da schon die ersten Gegner nicht mehr so stark sind, dann muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Das kann ich einfach durchskippen. Das ist dann schnell erledigt. So, das gibt dann einfach eine glatte 100. Nächster Kampf gegen den Sandmann mit DT, okay. Der Sandmann mit TT, DT. Moment, den Bob, den Gewehr. Und danach als nächstes den Peter mit dem Fusel. Das ist das nächste Monster am Start. Maskottchen macht noch einmal einen Angriff. Jetzt geht's los. Jetzt wird's richtig gemein. Kann ich mal was machen jetzt dagegen? So, und jetzt habe ich hier den betrunkenen Peter noch. Ja. Auch hier wiederum. Können wir auch wegskippen. Da passiert auch nichts mehr. So, auch wieder eine glatte 100. Jawohl. Echt nice. So, 2 von 10. Oh, da, jetzt kommt noch was. Hä? 300. Na, hat er aber jetzt. Hat jetzt Glück gehabt, also was heißt Glück gehabt, dass er ausgerechnet so viele Punkte zusammenbekommen hat, dass er jetzt nochmal auf die 300 auffüllen konnte. Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Naja gut, aber ich muss es eh so machen, also insofern ist das sogar ganz gut. Jetzt kann ich schon mal wieder Kurzschule pushen und Boxen auch noch. Sollte einer vorne überleben, was ich jetzt nicht glaube, bei 26 Schaden auf der 1. Jetzt kommt noch die betrunkene Peggy mit hinzu. Ich glaube, ich habe die falsche genommen. Egal. Macht keinen Unterschied. So. Das war's. Gut. Auch wieder eine glatte 100. Jetzt haben wir hier noch den letzten Kampf. Ja, nice. Ace Hole. Okay, das Ace Hole. Alles klar. Machen wir hier den vitruvianischen Menschen hin. Ich liebe das Deck. Ich liebe das Deck. Ja, und jetzt haben wir noch. Oh, ich setze den mal einfach nebendran. Zum Heilen. Ich weiß, ich könnte jetzt nach einer anderen Stelle machen. Aber sollten wir. Ist egal. So. Platte 100. Das war's. So, ja, den Kampf haben wir auf jeden Fall gewonnen. Jetzt müssen wir mal schauen. 4108. Okay. Marcel Davis 969. Garden 998. Mark Oliver 548. Ich. Ja gut, das ist da, wenn jetzt, da kam jetzt eigentlich nur noch 100er mit hinzu. Das heißt 993 werde ich dann haben. Der Hero 8861 hat jetzt mit 200 angefangen und Kalkulon kämpft alleine. Und hat 310 Punkte jetzt erreicht. Wenn ich das Ganze richtig sehe, so wie ich es vorhin verfolgt habe, hat er jetzt 3 Kämpfe wohl verloren. 3 Kämpfe gewonnen, 3 Kämpfe verloren. Nee, 2 Kämpfe. Doch, 3 Kämpfe gewonnen. 3 verloren. Ja, müsste so sein. Jo, alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, ich gehe jetzt noch in den anderen Account rüber. Moment, jetzt muss ich wieder ein bisschen umstellen.
Jetzt mal die Aufnahme raus. Und jetzt gehen wir noch mal rein in den dritten Account, den geschenkten Account. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich das jetzt auch hier einigermaßen gebacken bekomme. Mal gucken, wie wir das am besten jetzt machen. So, jetzt gehen wir da rein. Okay, der dritte Account. So, Animation Throwdown. Ja. Okay. Alles klar. Jetzt noch gerade mal geguckt. So, jetzt muss ich mir das Ganze mal so ein bisschen in den Filmmodus am besten rein. Sofern das jetzt irgendwie funktioniert. Ja, Filmmodus. Komm, zeigen an. So, und dann der lädt jetzt momentan noch. Kann ich aber in der Zwischenzeit schon mal das Ganze hier so ein bisschen einstellen. Dann gehen wir nämlich hier auf Fensteraufnahme. Eigenschaften. Da drauf. Okay. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt ziehen wir das uns mal zurecht. Machen das jetzt mal ein bisschen größer. So. Ja. Können wir so das noch ein bisschen größer. Ja, so können wir es doch lassen. Und genau passend dazu sind wir jetzt hier am Start. So, gucken wir mal da rein. Und dann machen wir mal jetzt hier noch diese Kämpfe mit unserem geschenkten Account. Nochmal vielen, vielen Dank an Mamish. Kann es gar nicht oft genug sagen. Hat uns seinen Account zur Verfügung gestellt. Hier Lord Universe. Jetzt sind wir nochmal in der zweiten Gilde. Gehen wir in die Schlägerei rein. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt noch mit Lord Universe machen können. Mit unserem Account von Mamish. Ist natürlich schon richtig krass jetzt hier. Ja, würde ich mal sagen, dann lass mal die Kämpfe beginnen. Ah, ich habe noch was. Genau, hat sich ja Dirtblock gewünscht. Und ihr wisst genau, eure Wünsche sind mir Befehl. Vor allem, wenn sie von Dirtblock kommen. Gehen wir hier ins Deck rein.
filtern, nach Lieder bewerben. Habe ich den jetzt schon rein? Ich glaube, kann es sein, dass der Herr sofort. Ja, Herr sofort hat ihn schon rein. Den Bobby. Na gut. Was ist beim Bender schon alles erforscht? Kombos. Kombos. Ich weiß nicht warum, aber bei mir hängt das hier mehr. Auch 17 schon. Time for Hard Liquor. Was war das eben gerade da oben gewesen? Disco-Bänder, Gender-Bänder, was haben wir hier, Benders Weisenheim, Agent-Bänder, Roboter-Verbindung, Bänderbräu, Waschbrettbänder, Zink-Saucier, Superkönig. Straßenräuberbänder, verliebter Bänder. Und nehmen wir den Bänder noch mit rein. Kunstdiebbänder. Nehmen wir den Bänder noch mit rein. So. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, so, und jetzt haben wir wieder das Problem, was wir schon mal hatten, vorhin. Es kommt wieder diese komische Meldung mit dem Out of Memory. Ja, jetzt muss ich noch mal kurz das Ding neu laden, weil er macht hier nichts mehr. Das ist im Moment dauern, bis das wieder neu geladen ist. Ich hoffe, das ist für euch jetzt kein Problem. Ich brauche das unbedingt dafür in deinem Gerät. So, jetzt lädt er erstmal wieder. Können wir jetzt in der Zwischenzeit mal hier wieder reinmachen. Also, so richtig angezeigt wird, genau. Da sind wir wieder. Und jetzt hoffe ich, dass mir das nicht während eines Kampfes passiert. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht passieren. So. Gut. Kann ich jetzt mal den da ausmachen in der Zwischenzeit?
Und es dauert noch einen Moment. Nun, jetzt kommt erstmal dieser Ladebalken. Wessen Bein muss ich begatten, damit das Spiel losgeht? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. So, bei 30%. So. Und? Da ist er. Die Panflutbox. Ne, da will ich jetzt gar nicht reingucken, ich will jetzt einfach diesen Kampf machen. Ab in die Schlägerei. Lass uns ein paar Typen verkloppen. Jetzt werden wir den mal den Hintern versohlen mit diesem Account. Wird's jetzt hier richtig lustig. Wie sieht es überhaupt aus? Der Player nach wie vor. So. Und jetzt, mein Lieber, zieht dich warm an. Oder zieht euch warm an. Jetzt kommt eine ganz andere Hausnummer hier noch mit ins Spiel. Nämlich der Account von Mamish. Muss noch den Bobby austauschen. Jetzt habe ich natürlich hier ganz am Anfang. Naja, vielleicht kommt ja eine Peggy. Die Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich hoch, dass irgendeine Peggy kommt. Hat relativ viele in seinem Deck. Kommt ein Steve. Das ist jetzt dein Ernst. Na gut, es müsste aber trotzdem reichen vom Boxen her. Nein, den will ich nicht. Hier ist Gewehr. Ja, reicht gerade so. Bürgerkostüm. Das ist unglaublich, ne? Jetzt kriege ich nur eine Supportkarte nach der anderen. Aber insgesamt gesehen wird schon relativ viel jetzt geboxt. Ich glaube, das war sogar jetzt in dem Fall besser gewesen, da ich jetzt mal hier die Tina nicht hatte. Oh, fünffach Boxen nach vorne. Jetzt hätte ich nämlich jetzt gar nicht die erste Karte First Hit Down bekommen. Und jetzt haben wir endlich ist er da. Die paddelnde Peggy. Wahnsinn. Nehmen wir jetzt alle Supportkarten weg, ja. Platte 100. Jetzt machen wir Folgendes. Ich switch jetzt nochmal oben auf die Tina.
Schade, dass das nicht direkt hier im Rumble geht. So, machen wir jetzt mal. Komm, hau das Ding da rein jetzt hier. Mal jetzt die Tina. Wo ist sie denn? Da ist sie, die Tina. Also nehmen wir die Tina mit rein. Und gehen zurück in. Na, das will ich nicht hin. In die Schlägerei, in den Rumble. 9 von 10. Lass uns mal kämpfen. Armbeweih. So, und jetzt hätten wir das erste Mal den Bobby. Den Ringer Bobby will ich eigentlich jetzt gerade haben. Ich spiele jetzt erstmal die Gigi Gun. Wenn man 19 Schaden auf der 1. Ich hätte jetzt natürlich auch andersherum den Stan mit der Ringenkarte spielen können. Was ich jetzt auch machen werde. Jetzt haben wir schon 19 Schaden, 23 Schaden schon vorne auf der 1. Oh, nö, dann machen wir jetzt noch die paar. 23 Schaden auf der 1, genau, das reicht, um die Generalprobe wegzubekommen. Ja, auf jeden Fall. Sichere Sache. Easy. Einmal. Ja, ich. So. Sehr, sehr gut. Das war's. Auch wieder eine glatte 100. So, haben wir dem Account hier auch nochmal einen glatten Tausender einfahren, ne? Vermute ich jetzt einfach mal. Zeig, was du kannst. Kämpfen. Ja, also ich glaube, dass beide Gilden hier ihre Plätze verteidigen werden. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Hier gleich noch die Paddelnde Peggy gespielt. Dann mit dem Bob. Ja, das ist natürlich. Kriegt schon fast die Gas Class. First Hit Down. Machen wir hier noch was Gewehr hin. So. Eieieiei, das ist schon echt brutal. Also das tut schon beim Hinwehen, beim Hinwehen, das tut schon beim Hinsehen weh, beim Hinwehen sehe. Ja, man merkt, es ist schon spät jetzt. So, auch eine glatte 100. 50 Punkte. 250 Münzen geholt. 7 von 10. Nein, sag mir jetzt nicht, dass jetzt schon wieder neu. Gut, und es geht weiter. Nächster Kampf. Und dann hätten wir. Okay, ich verstehe. Ich spiele jetzt erstmal das Gewehr. Und dann haben wir zum Glück so eine billige Karte mit Stans SUV. Jetzt kann ich noch weiter pushen erstmal. Jetzt habe ich 14 Schaden, 22 Schaden auf Platz 1. Jetzt habe ich 26 Schaden auf Platz 1. Das sieht doch gut aus. Und jetzt habe ich noch viel mehr Schaden. Jetzt habe ich nämlich die Paddel Peggy. So, und die ballert jetzt den Boomhauer weg und dann knallt's da und knallt dort. Sehr, 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 sehr nice. Glatte 100. Perfekt, Mann. Ja.
Nächster Kampf. Arm B. Arm B. Gegen Peter G. Oh, sorry, Dude. Tut mir leid. Kannst gleich schon wieder gehen. Da hilft dir auch dein S&M, Peter, nix. Leider kann dir da überhaupt nicht weiterhelfen. Ein einziges Mal wird er jetzt Schaden anrichten und dann war es das auch schon. Oh, das goldene Stück Scheiße. Also bei mir jetzt hier. Denn das da oben juckt mich jetzt nicht wirklich. Jetzt könnte ich nämlich den Sword Bob spielen. Und der ist natürlich. Das ist natürlich oberbrutal, ne? Sword Bob. Mein Gott. Oh, Jesus. Aber keine glatte 100 diesmal. 98. Naja. Gucken wir mal, es weitergeht. 5 von 10. Jetzt haben wir noch ein paar Kämpfe hier. Brian Griff. So, und dann hätten wir hier, nö, wir machen gleich wieder die paddelnde Peggy am Anfang. Warum nicht? Machen wir doch einfach das, was wir hier am besten können. Paddelnde Peggys spielen. So, und die Mars-Universität ist auch jetzt schon down. Und Bob's Oh. Ja, das ist schon echt. Also, das ist schon fast ein bisschen unfair, ne? Aber ich find's geil. Gerade die nächste Peggy hinterher. Es ist schon echt übelst. Fortfahren. Ja. Wow, noch vier. Noch vier. Dann haben wir auch das jetzt geschafft. Sind wir natürlich gegen El Rumbo. El Rumbo. Sind wir natürlich dann auf die anderen Guildenmitglieder angewiesen. Ich hoffe, dass die zeitig dann aktiv werden. So, uiuiuiui, das wird jetzt eine richtige. Oh Gott. Das tut mir ja jetzt schon leid. Ja, wir halt jetzt den Stan. Oh je. Oh je. Komm, die nächste Runde skippen wir jetzt einfach. Ja. Oh, den jetzt. Den Weltraum-Stan. Sonst habe ich es jetzt noch nie gespielt. Das erste Mal, glaube ich, dass ich den Weltraum-Stan spiele. So. Noch drei. Noch drei. 3552 Punkte haben wir bis jetzt. Noch drei. Gegen Speedy. Speedy Gonzales. Speedy, 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 Speedy. Oh, wenn ich jetzt das goldene Stück Scheiße wieder da drauf spiele, ne? Ich könnte jetzt natürlich. Ja, ich glaube, jetzt macht er erstmal echt Sinn, hier das 300-Dollar-Messer zu spielen. Genau, und danach erst das goldene Stück Scheiße auf den Swat und dann Swat Bob nebendran noch zu setzen. Können wir natürlich machen. Ist natürlich extrem fies. Und dadurch noch viel geiler. Alles, was richtig fies ist, ist noch viel geiler. Jetzt haben wir hier eine 17er Mauer und 17 Eilen. Hey, Hammer, Swat Bob.
Unfassbar, das Ding. Unfassbar. Wirklich mega brutal. Sollte ich mir echt das goldene Stück Scheiße, sollte ich mir echt noch für meinen ersten Account. Ich meine, ich hab's bis jetzt noch nicht mal ein Deck eingebaut. Das muss ich unbedingt machen. Das ist ja echt hart. Echt hart. So. Reefer 87. Ja, gleich die nächste Peggy. Paddelnde Peggy. Bam. Also eine Gigi-Gun. So. Und noch einen Stan zum Abschluss, weil es so nice ist. Wow. Geiler Account, ehrlich war. Noch einer. Ein einziger noch. Ein einziger noch, dann haben wir es. William A924. Jo, dann würde ich mal sagen, beginnen wir jetzt diesmal mit dem Bob. Dann das Gewehr noch hinterher. Ah, Paddelnde Peggy, ach komm, das $300-Messer macht's auch. Das macht's genauso gut. Ja. Na, also. Peggy und Gewehr. Ja, also eigentlich, wenn man tatsächlich ohne Scheiß, wenn man hier ein paar Bobs hat und ein paar Peggys und ein paar Gewehre, dann was willst du denn da großartig gegen machen? Na, das ist hardcore brutal. Oh Gott, das ist was ein Dick, ey, das ist ein Dick. Was ein Mörderdeck. Unfassbar. Wahnsinn. Naja. Also, das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. Ja. Gucken wir jetzt noch mal 3852. Lord Universe. Ja. Hat sich jetzt an die Spitze gesetzt. Mit 998 Punkten. Dahinter ich mit 980. Dann der Player, dann der Herr sofort. Ja. Dann. Irgendwas ist hier gerade los. Also. Würde ich mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Slowdown mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.